Ohne starken Rücken keinen starken Bauch und genau das gleiche auch umgekehrt. Wenn der Bauch nicht stark ist, wird der Rücken nicht stark und umgekehrt genauso. Also von daher immer den Gegenspieler mittrainieren, das werden wir heute machen. Wir geben euch, wenn es Not tut, natürlich auch eine Einsteiger-Variante. Das Ganze wird, wie gesagt, heute ohne jegliche Spring-Hüpf-Geschichten. Also es ist wirklich super gut geeignet, auch für absolute Einsteiger. Ihr habt im Nachgang natürlich auch die Möglichkeit, das Video nachzuholen, weil es natürlich wie immer abgespeichert wird. Tina begleitet mich heute, die war ja die letzten zwei Male mit Verena am Start. Und ja, heute dürfen wir wieder loslegen. So, jetzt aber. Gut, Leute, ihr öffnet eure Beine. Die Fußspitzen schauen nach außen. Zieht mal die Schultern zurück. Und jetzt beginnt ihr, ganz locker eure Schultern zu kreisen. Ja. Sieht alles noch so ein bisschen verhalten bei mir aus. Wir geben euch noch 8 Stück mehr. Noch 8, 7, 6, 5, 4. Drei, zieht mal die Arme im Wechsel. Schön lang nach oben. Macht euch richtig schön lang bis in die Fingerspitzen. Die letzten noch 8, 7, 6, 5, 4 mal mehr. 4 und 3 mehr. Zweimal noch. 2. Eure Arme gehen diagonal tief. 7, 6. 4 mehr, 3, 2, ihr bleibt auf einer Seite, haltet und jetzt zieht ihr den Arm hoch und tief. Schaut mal den Daumen nach, 4, 3, 2, der letzte, wechselt einmal zur anderen Seite und ihr dreht. Hoch. Die letzten 4, 3, 2 her. Letzter, kommt zur Mitte, rollt euch einmal auf. Sehr gut. Und jetzt rotieren wir. Lasst die Schultern schön tief. Schaut dem Ellenbogen nach. Und die letzten. Noch 8, 7, 6. 4 mehr, noch 3, 3, 2 mehr, 2, ihr aktiviert den Schultergürtel, ihr kommt vor und zurück, macht mal den richtig schön runden Rücken und kommt wieder in die Gerade zurück, 4 mehr, 3 mehr, 2 mehr, Achtung, wir öffnen die Arme, 1, umschließt mal hier eure Schulter, öffnet, noch 4, 3, 2, letzter, Achtung, eure Hände kommen auf die Oberschenkel, wir mobilisieren die Wirbelsäule, macht den Rücken rund und gerade, runder Rücken, schiebt das Becken und schiebt es zurück, rund und gerade, das Ganze noch 8-mal mehr, 7, 6, 5, richtig schön aktiv. 4, 3, 2. Wir machen das Ganze etwas schneller. Los geht's. Noch 8, 7, 6, 5. Die letzten 4, 4, 3, 2 mehr. Der letzte. Rollt euch einmal nach oben auf. Wunderbar. Gut, wir starten mit unserer ersten Übung. Bleibt schön stabil stehen. Bringt eure Hände einmal hinter den Kopf. Die Daumen schauen nach vorne an die Bein. Wichtig, nicht hier rund stehen, sondern richtig schön aufgerichtet. Ihr kommt jetzt zur Seite und zur Mitte. Tief, hoch. Tief, hoch. Ganz wichtig, ihr atmet mit der Kontraktion der Bauchmuskeln auf. Das heißt, die Bauchmuskeln ziehen sich zusammen. Dabei ausatmen, kommt tief, kommt hoch. Bei dieser Übung denkt man, oh, die ist ja irgendwie komisch, spricht ja gar nicht viel. Ihr werdet sie aber morgen merken. Ihr müsst nur fleißig mitmachen. Macht noch 4, noch 3, und 2. Wir machen das Ganze ohne Pause in der Mitte schneller. 8, 7,
7, 6, 5 mal die letzten, 4, 3, 2 mehr, Achtung, jetzt ziehen wir den Arm tief und wechseln. Der Blick geht hoch zum Daumen. Schön lang ziehen. Genau. Wir geben euch die letzten. Noch 8, 7. Versucht mal möglichst tief zu gehen. Die letzten 4, 3, 2. Achtung, ihr bleibt hier und zieht kurz tief. 7, der Blick geht nach oben, 6, 5 mal, versucht den Arm schön tief zu ziehen, noch 3, 2 mehr, der letzte, wechselt die Seite, auch hier den Arm nach oben und kurz ziehen, der Arm bleibt schön lang, auch hier die Fingerspitzen nochmal richtig schön in Richtung Decke nach oben schauen lassen, 4, 3, 2 zur Mitte und los geht's, wieder von vorne. 2, 3, 4, 5, 6, sehr gut, 7, so Leute, nochmal doppeltes Tempo, 8, 7, 6, 5, nur noch 4, noch 3, 2, jetzt ziehen wir die Arme nochmal tief, tiefer, 7, 6, versucht mal ganz weit nach unten zu kommen, 3, 2, Achtung, wir ziehen kurze, noch 8, und 7, 6, 5, lasst den Arm lang, 4 mehr, 3, 2, andere Seite, los geht's. 7, noch 6, 5 mehr, die letzten 4, 3, wir kommen ein letztes Mal zurück zur Mitte und wir beginnen noch einmal, letzte Runde davon. Jetzt nochmal schön die Atmung mitnehmen, Ellenbogen weit runterziehen, zieht und versucht nochmal richtig weit in die Beugung zu kommen. Schneller jetzt, noch 8. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, Achtung, wir bleiben hier, rollen uns einmal nach oben auf. Sehr gut, eine schöne Übung für den Rücken im Stand. Beide Füße parallel, eure Arme gehen nach vorn, bleibt hier und jetzt kleine schnelle Wechselbewegung. Lasst eure Handflächen nach innen schauen. Die Nasenspitze schaut nach unten. Und richtig schön kleine, schnelle Bewegung. Jetzt noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2. Jetzt schnappt ihr euch den Seilzug und zieht einmal schön tief. Stellt euch vor, ihr greift den Seilzug und zieht ihn runter in Richtung Hüfte, ja? Zieht lang, zieht. 8 Stück geben wir euch noch. Noch 8, 7, 6, 5 mal. Noch 4, 3, 2, der letzte. Bringt die Hände hinter den Kopf. Kommt tief. Kommt hoch, langsam, tief und hoch. Lasst den Rücken ganz lang, tief und hoch. So, das machen wir etwas schneller. Los geht's. 8, 7, 6. Der Kopf, der bleibt immer schön in Verlängerung der Wirbelsäule. 3 noch, 2 mehr, letzter. Bleibt einmal hier, streckt die Arme zur Seite aus. Und jetzt kleine, schnelle, kreisende Bewegung. Ganz schnelle, kreisende. Lass die Hände schön auf Schulterhöhe. Und die letzten, noch 8.
7, 6, 5, nur noch 4 Stück, 4 und 3, 2, letzter. Lasst euch fallen und rollt euch einmal nach oben auf. Sehr gut. Schnappt euch eine Matte, weiter geht's am Boden. So, das war sozusagen unser kleines Warm-up. Oh, hoppala, falsche Matte. So, okay. Gut. Pass auf, beginnen wir. Erste Runde. Auf dem Rücken. Bleibt hier, schiebt die Arme nach vorn, legt euer Kinn auf der Brust ab. Erste Übung, ihr schiebt die Beine im Wechsel nach vorn, vor, Mitte, los geht's jetzt. 1, 2, wenn es euch zu viel sein sollte für den Nacken, also wenn ihr es nicht halten könnt, habt ihr die Option, beide Hände hinter eurem Kopf abzulegen, um mehr Stabilität hier im Nacken zu haben. Nur noch 8, 7, 6, 5, die letzten 4, 3, 2, Achtung, jetzt bleiben die Füße parallel und jetzt dreht im Wechsel. Zieht mal den Ellenbogen in Richtung Knie. Auch hierbei die Atmung schön mitnehmen. Die letzten noch 8, 7, 6, lasst die Knie schön über eurer Hüfte. Noch 4, 3, 2, Achtung, jetzt nur zur einen Seite. Ihr schiebt das andere Bein, zack, nach vorne. Der Ellenbogen dreht zum Knie. Wenn es euch zu viel ist, habt ihr die Möglichkeit, die Knie parallel zu lassen. Aber macht euch schön klein, zack, noch 8 mehr. 7, 6, 5, nur noch 4, 3 mehr, 3 noch, sehr gut. So Leute, fließender Wechsel, let's go. 1, 2, 3, kommt schön, 4, ausatmen, 5, 6, 7, 8 Stück sind es noch, jetzt, komm, noch 8. 6 mal mehr. 6, 5, die letzten 4, nur noch 3, 2 mehr. 2, letzter. Kurze Pause. Absetzen, einmal den Kopf ablegen. Okay, zweite Übung, zweite Runde. Beide Hände kommen hinter den Kopf. Klassisches Sit-up. 3 kurze oben, der vierte geht tief. Schaut einmal. 3, 2, 1, tief. 3, 2, 1, los geht's. Kopf. Zieht, tief. Kurz. Wenn ihr hochkommt, atmet ihr in kurzen Atemzügen aus. Zieht. Nochmal. Kurz. Weiter. Noch 4 Wiederholungen davon. 4, die dritte, 3, 2 mal mehr, 2 noch, letzter, 6, Achtung, schließt mal eure Hände zusammen, zieht den Oberkörper hier nach oben, lasst die Schultern tief, bleibt hier und noch mal kurz ziehen, komm, vor, schön die Atmung mitnehmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Gut, eine Runde zum Locken. Einmal aufrollen. Umdrehen. So, pass auf. Jetzt eine schöne Übung, ein Twist. Hip-Twist. Diese Übung. Beide Füße aufstellen.
Also ich lege meinen Fuß jetzt einmal hier drauf, um meinen Fuß bzw. mein Knie nicht zu belasten. Gina hat beide Füße am Boden und von hier aus dreht ihr euch zur Seite, zur Mitte, zur Seite. Das machen wir etwas schneller. Ihr dreht. Eins und zwei und drei. Vier. Ja. Ihr lasst beide Füße am Boden. Ich mache es nur, um meine Knie zu schonen. Zack. Die letzten acht. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Der letzte. Und stopp. Einmal auf den Bauch. Bleibt hier. Legt mal die Hände an euren Oberschenkeln ab. Stellt eure Fußspitzen am Boden auf. Und jetzt hebt und senkt den Oberkörper. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Arbeitet ohne Schwung. Versucht kontrolliert mit Kraft zu arbeiten, okay? Nur noch acht. Sieben. Noch sechs. Sechs mehr. Fünf noch. Die letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und stopp. Gut. Kommt wieder hoch. Zurück zur ersten Übung. Ablegen. So, erste Übung, Füße parallel, Arme nach vorn, Kinn auf der Brust ablegen und die Beine wieder schiebt und ganze Atmung mitnehmen, das Bein liegt vor, dabei atmet ihr auch. Sehr gut. So, Leute, der Bauch, der fängt gleich an zu zwiebeln, aber das ist gut so. Denkt einfach an was anderes Schönes. Denkt an den Sommer. Acht Stück haben wir noch. Let's go. Noch acht. Sieben. Zieht den Oberkörper richtig schön nach oben für die letzten vier Stück mehr. Noch vier. Drei. Gleich bleiben die Füße wieder parallel. Jetzt. Und wir drehen im Wechsel. Komm. Eins. Zwei. Drei. Bleibt in der Hüfte. Schön stabil. Holt mal die Bewegung ganz isoliert, nur aus eurem Oberkörper. Jetzt noch acht. Sieben. Sechs. Sechs. Fünf noch. Die letzten vier. Vier mehr. Drei. Zwei. Das machen wir in Kombination mit den Beinen. Jetzt zur einen Seite. Eins. Zwei. Wenn es zu viel ist, der lässt die Beine parallel. Und 5, 6, 7, sehr gut. Wir wechseln die Seite und zwar jetzt. Komm, noch 8. Komm, Leute, zieht er die richtig schön aktiv hoch. Die letzten 4, 4, nur noch 3, 2, Achtung, kurze Pause, absetzen. Sit-ups, 3 kurze, der 4. geht tief. Auf geht's. 3, 2, 1, tief. 3, 2, 1, tief. 2, 1, oh, tief. 3, 2, ich bin ein bisschen schlappe Tante geworden, merke ich gerade. 1, 2, 3, tief. 1, 2, 3, und nochmal. Zieht mit Kraft. Und schön die Atmung mitnehmen, das machen wir noch zweimal mehr. Letztes Mal. 3, 2, 1, Pause. Hände zusammen. Oberkörper hoch und jetzt nochmal kurz schieben. Packen. Zieh, und vor. Komm, bleibt richtig schön kraftvoll, so hoch ihr könnt. Für die letzten. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7. Okay, aufrollen. Nächste Runde. Zack.
Ihr habt die Füße wieder parallel, also beide Fußspitzen am Boden absetzen. Aus dem Schultergürtel rausstützen. Und jetzt der Twist. Twist, Mitte. Twist, Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Komm, wir machen noch acht Stück gemeinsam. Noch acht. Sieben und sechs. Fünf, nur noch vier. Vier, drei, zwei, der letzte. Und Bauchklappe. Okay. Legt eure Hände wieder an den Oberschenkeln ab. Zack. Nasenspitze nach unten, Fußspitzen aufstellen. Oberkörper heben und senken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und es sind noch acht Stück mehr. Komm. Noch acht. Sieben. Sechs. Spann den Po leicht an. Nur noch vier. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Und Pause. Wir haben noch eine. Ja, ich glaube, ja. Ja, ja. Eine Runde noch. Umdrehen. Gut. So, ihr wisst, was kommt, oder? Jawohl. Kommt. Füße parallel. Noch einmal durchatmen. Und jetzt starten wir. Schiebt die Beine vor. Schiebt. Und wie gesagt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Kopf zu halten, legt die Hände hinten ab. Eins. Zwei. Drei und vier. Bleibt schön weit oben im Oberkörper, dass ihr hier die Bauchmuskeln richtig schön zusammenzieht. Okay, wir geben euch noch acht Stück mehr jetzt. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Machen wir noch vier. Vier. Drei mehr. Gleich bleiben die Füße wieder parallel drei. Und wir gehen in Wechsel rechts und links. Eins. Zwei. Drei, vier, zieh den schön hoch, Ellenbogen weit vom Knie. Sieben, acht haben wir noch. Sieben, sechs, fünf, noch vier, vier mehr. Drei, zwei, Achtung, nur zu einem Bein, schieb das Bein. Zwei. Drei, zieht euch weit hoch. Vier, fünf, sechs, sieben. Wir wechseln die Seite und zwei jetzt. Kommt. Noch acht, sieben, sechs mal. Fünf, noch vier, vier mehr. Drei, zwei, der letzte. Und Pause. Ja, fast vergessen. Drei kurze, der vierte geht tief. Macht den Start klar. Achtung, die Zeit beginnt. Ab jetzt. Drei, zwei, eins, ablegen. Zieh, zieh, zieh und komm tief. Nochmal. Hoch, hoch. Weiter. Oh Leute, volle Spannung. Let's go, nochmal. Noch acht. Sechs, fünf, jetzt noch vier, drei, zwei. Und ihr bringt die Arme nach vorn. Komm, und zieh. Eins, zwei, drei, vier. Also ich habe keine Lust mehr. Sechs, sieben, der letzte. Und stopp, Pause. Ich bin nochmal weg. Musst du noch einen Schluck trinken? Einmal umdrehen. So, Leute, Runde 3. Da haben die letzten hier fast. Fuß wieder, beide Füße parallel. Wie gesagt, orientiert euch nicht hier an meinem Fuß. Den habe ich hier nur zur Entlastung. Seid ihr bereit?
Auf geht's. Seite, Mitte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir geben euch noch 8 Stück mehr. Kommt, noch 8, 7, 6, 5, nur noch 4, 4, 3, 2, letzte Pause, Bauchlage. Okay, Hände ablegen an den Oberschenkeln, Oberkörper heben und senken. Und tief, tief. Noch 8 Mal jetzt, noch 8, 7, 6, 5, 4 Mal mehr. 4 mehr. 3, 2, letzte Pause. So, nächste Runde. Dreht euch nochmal auf den Rücken. So, pass auf. Weiter geht's. Beide Füße kommen nach oben zur Decke. Die Fußspitzen zieht ihr ganz lang ran. Jetzt legt ihr mal, schaut mal hier, die Hände, wie soll ich es erklären, so ineinander, so kreuzende Hände ineinander legen. Habt ihr es? So zack, zack. Arme nach hinten, sodass der Kopf zwischen euren Oberarmen liegt. Okay? Beine nach oben. Und von hier aus schiebt ihr nach vorn und schiebt wieder hoch. Schiebt nach vorn. Atmet aus. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, es im Rücken zu halten, dann macht ihr das Ganze isoliert bzw. einzeln. Okay? Nochmal. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bleibt jetzt mal hier vorn. Bringt eure Arme nach vorn. Halte die Spannung und jetzt kleine, schnelle Wechselbewegung. Zack, zack, zack. Lasst die Beine schön schnell arbeiten. Wenn ihr tiefer wollt, geht tiefer mit den Beinen und geht höher im Oberkörper. Und die letzte. Noch 8, 7. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Kopf zu halten, geht auf 4. Die Hände hinterm Kopf. 4, 3, 2. Pause. So, legt mal beide Beine geschlossen zur linken Seite. Die linke Hand kommt hier seitlich in die Taille. Rechte Hand hinter den Kopf. Ellenbogen zur Mitte. 1, 2. Ihr arbeitet erst nach oben zur Mitte. Und wenn ihr auf der Hälfte der Strecke angekommen seid, dann kommt ihr in die ganz leichte Rotation. Nach innen. Noch 8, 7, 6, 5, noch 4, 4, 3, 2. Achtung, wir bleiben einmal hier oben, strecken den Arm zur Seite, Beine lang und jetzt zieht, streckt, zieht, streckt, zieht. Schaut mal, zieht den Oberkörper mehr mit. Leg den Unterarm am Boden ab. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Letzte kurze Pause. Absenzen. Beide Beine zur anderen Seite. Hand wieder rüberlegen. Andere Hand hinter den Kopf und gestartet. Fuck. Zur Mitte und dann eindrehen. 1, 2, 3, 4. Nehmt eure Atmung schön mit. 6, 7. Und wir geben euch noch 8 Stück mehr Kopf. Noch 8, 7, 6. Bleibt hier, Arm abschütteln und jetzt zieht und streckt.
6, 5, nur noch 4, 3, 2, der letzte, Pause. Okay, ich muss einmal ganz kurz gucken. Oh, das wird knapp. Okay, bleiben wir bei dieser Übung, wieder beide Beine zur anderen Seite. Die lassen wir isoliert, rechts und links machen wir aber jeweils nur zweimal. Und dann geben wir euch gleich noch eine schöne Übung für den Rücken, okay? So, Hand wieder zack zur Seite. Oberkörper zieht nach oben. Komm. Und zwei. Versucht euch möglichst weit hoch zu ziehen. Kraftvoll. Und wie gesagt, erst die Hälfte der Strecke nach oben und dann eine leichte Innenrotation. Jetzt noch ab. 6, weiter, 5 noch 4, 3 mehr, 3 und 2 noch, letzter, okay, kommt hoch, Unterarm abstützen und jetzt zieht euch ran und streckt, zieht ruhig den Unterarm hier, den lasst ihr unten am Boden liegen und jetzt den Ellenbogen durch die Knie durchziehen, 8 Stück haben wir noch, 8. 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, letzter und stopp. Gut. Beide Beine zur anderen Seite. Hand zur Seite. Achtung. 4, 3, 2, los geht's. Komm. Zieh und 1. 2, 3, das ist die letzte Runde davon, also gebt nochmal alles. Komm, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir noch. Ab jetzt. Noch 8, 7, 6, 5. Komm Leute, die volle Kraft, die ihr habt, gebt nochmal alles. 3 Stück mehr. 2, der letzte. Okay. Zack, Unterarm ablegen und ranziehen. Zieht, streckt, macht euch schön klein, pack. Und die letzten 8 Wiederholungen. Ab jetzt noch 8, 7, 6, 5, nur noch 4, 3, 2, der letzte. So, dreht euch einmal rum. Eine schöne Übung noch für den Rücken. Kommt in die Bauchlage. Und zwar bringt ihr die Arme nach oben. Handflächen schauen nach innen. Und den Oberkörper heben und senken. 1, 2, 3. Spannt den Po mal ganz leicht an. Arbeitet ohne Schwung. Arbeitet kontrolliert mit mehr Kraft. Okay? Noch 4, 3, 2. Bleibt mal hier. Legt eure Hände hinterm Kopf ab. Die Daumen nach vorne als Jochbein. Und jetzt zieht ihr mal die Ellenbogen zack im Wechsel. Schön nach oben. Schaut mal den Ellenbogen, wenn die nach oben zieht, nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bleibt hier, legt nochmal die Hände, bringt die Arme zur Seite. Okay, und jetzt kreisen wir die Arme. Bringt, wenn ihr könnt, die Beine nach oben. Und die Arme schön fließend zurückhalten. Die letzten. Noch 8. 7. Nasenspitze nach unten. 6. 5. 4. 3. 2. Der letzte. Und stopp. Stellt mal die Hände auf Brusthöhe auf. Spannt euren Po an. Und drückt euch einmal zack nach oben. Blick nach oben. Thank you.
langsam in den Tiefen gehen. Und den Po wieder anspannen und nach oben. Streck die Arme bündig nach oben. Und wieder langsam tief gehen. Okay. Ein letztes Mal Po anspannen, nach oben drücken. Langsam tief kommen. Sehr gut. Okay, kommt einmal nach oben in den Vierfüßlerstand. Bleib dort. Ausatmen, runter Rücken. Und noch
Seite. Füße schließen. Jetzt kommt ihr noch einmal nach vorn, lasst euch einmal schön locker hängen. Schüttelt mal den ganzen Schulterrücken aus. Lasst den Kopf fallen. Und von hier aus schüttelt ihr euch langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Stück für Stück nach oben kommen. Okay. Ihr Lieben, holt nochmal tief Luft. Und wieder ausatmen. Füße nochmal öffnen. Und ganz zum Schluss jetzt nochmal die Arme schön von links nach rechts pendeln. Ohne muskuläre Anspannung. Sehr gut. Bleibt in der Mitte. Schulter nochmal kreisen. Okay. Das war's für heute. Mit einer schönen Bauch- und Rückenstunde. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr werdet vielleicht ein bisschen Muskelkater morgen haben. Auf jeden Fall werdet ihr es morgen bestimmt ein bisschen spüren. Wir wünschen euch einen ganz, ganz schönen Abend. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder.